Hallo zusammen, herzlich willkommen. So, ja, heute ein bisschen was Spezielleres. Und zwar habe ich vor, meine Datenschutz- bzw. meine Anonymität im Internetreihe ein bisschen aufzumotzen und zu ergänzen mit ein paar weiteren Videos, wie ihr wahrscheinlich jetzt auch demnächst merken werdet, bzw. schon gemerkt habt. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Videos mache. Und dazu dachte ich mir mal, Mensch, wie wäre es, wenn wir uns mal ganz kurz so eine Datenschutzrichtlinie angucken, und zwar die von Windows. Das heißt, ein Teil der Microsoft-Datenschutzrichtlinie, es geht obendran noch weiter, also irgendwas mit Suche, künstliche Intelligenz, Produktivitäts-, Kommunikationsangebote. Wir wollen uns hier nur auf den Windows-Teil beschränken, weil der mich schon zu Tode gefröstelt hat und ich schnell wieder von der Seite runter will. Ich meine es ernst, also das ist... Wow. Ja, schauen wir uns das einfach mal ganz kurz an und danach lasse ich euch entscheiden, ob ihr immer noch weiter Windows benutzen wollt oder ob ihr mal auf meinem Kanal vorbeischnuppert auf YouTube und einfach mal lernen wollt, wie Linux funktioniert, welches Linux ihr vielleicht verwenden wollt und wie man sogar auf Linux zocken kann, alles völlig ohne Probleme. Also ich spiele zurzeit relativ gerne Overwatch auf Linux, funktioniert auch ohne Probleme. Klar, man hat ein bisschen FPS-Einbußen, aber die nehme ich ganz gerne in Kauf für den Krampf, den wir uns jetzt gleich angucken werden. So, also den Teil, das ist quasi die Einleitung, überspringen wir einfach mal ganz kurz. Was wird denn alles getrackt? Ihr wisst, mit der neuen Datenschutzgrundverordnung wird der Datenschutz nicht irgendwie höher gewertet oder sowas, sondern er wird einfach, naja, man muss transparenter werden. Sprich, man ist dazu gezwungen zu sagen, warum man Daten sammelt und welche Daten man überhaupt sammelt. Und das erfahrt ihr in dem normalerweise in dem Privacy Statement. Und ja, am Anfang muss ich auch ganz kurz darauf eingehen, das finde ich den größten Witz. Der Schutz ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Das möchte ich, dass ihr mal ganz kurz im Kopf behaltet. Und ja, das ist so ein kleines bisschen Hate Speech, könnte man schon fast sagen. Aber ich gehe ja nicht gegen eine Rasse oder ethnische Gruppe vor, sondern gegen Microsoft. Okay. Aber ja, was haben wir hier? Sobald Sie Windows aktivieren, wird ein spezifischer Product Key mit dem Gerät verbunden. Das heißt, ihr habt schon mal eine eindeutige ID auf eurem Gerät. Das erscheint jetzt erstmal nicht schlimm. Aber bei der Aktivierung wird natürlich für Telefone, ihr kennt Windows Phone vielleicht, oder für Laptops natürlich dann auch, wird erstmal der Gerätestandort natürlich noch übermittelt. Jetzt wird es allerdings besonders interessant. Und das ist der Part, der mich am meisten geschockt hat, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar den Aktivitätsverlauf. Der ist standardmäßig angeschalten bei Windows. Ihr könnt ihn ausschalten. Allerdings hat jemand getestet, selbst wenn man die ganzen Telefondaten, also quasi das, was Microsoft alles an ihre Server schickt, ausschaltet, wird trotzdem noch 5500 Mal pro Tag der Microsoft-Dienst bzw. der Server kontaktiert. Für was weiß keiner so wirklich genau. Aber auf jeden Fall. Hier, wenn man den Aktivitätsverlauf zulässt, dann werden Apps, Dienste erfasst, geöffnete Dateien werden erfasst und Webseiten, die ihr besucht, werden erfasst und wann ihr das macht. Und wenn ihr die Berechtigung erteilt habt, dann wird alles an Microsoft geschickt. Also im Endeffekt wirklich alles, was ihr macht, wird an Microsoft geschickt. Ihr öffnet eine Datei, kein Problem, weiß Microsoft sofort. Ihr öffnet irgendeine App oder eine App oder irgendeinen Dienst oder besucht eine Website. Ich meine, das ist ja schon mal hart genug, dass sie alle Webseiten mitverfolgen, die ihr besucht. Jetzt kann man vielleicht sagen, hey, ich habe nichts zu verbergen. Das ist wahrscheinlich das Argument von den meisten, die da kein Problem damit haben. Da möchte ich mich jetzt nicht drauf einlassen, auf diese Diskussion. Ich möchte nur mal drauf aufmerksam machen, dass in der Nazi-Zeit, und ja, ich weiß, ist jetzt ein krasses Beispiel, aber in der Nazi-Zeit war es mehr oder weniger gefordert, Juden zu verfolgen, ja. Und jetzt mittlerweile kann man dafür natürlich, oder kurz nach der Nazi-Zeit konnte man dafür hart bestraft werden, mit dem Tode teilweise sogar, wurde man verfolgt und so weiter und so fort. Das heißt, was jetzt legal ist, muss nicht zwangsläufig in 10 Jahren noch legal sein. Und deswegen ist hier vielleicht so ein kleines bisschen auch Vorsicht da dran zu legen. Also mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ich möchte euch einfach nur vorlesen, was da steht im Endeffekt. Ihr könnt auch bitte, bitte ganz, ganz gerne selber mal da reingucken. Okay, also Aktivitätsverlauf, alle Apps und Dienste, alle Dateien und alle Webseiten, die ihr öffnet. Die Werbe-ID ist eine unverwechselbare ID. Im Endeffekt ist es quasi dieselbe ID, die mit dem Product Key, den ihr hier aktiviert, irgendwie verbunden wird. Und das wird gemacht, damit ihr mehr relevante Werbung bekommt.
eure Daten, die ihr bei der Diagnose, also wenn irgendwelche Programme oder sowas abstürzen, werden natürlich auch jeweils eure kompletten Daten hingeschickt. Und zwar gibt es einmal allgemeine Daten, da sind solche Sachen wie Geräte, Verbindungs- und Konfigurationsdaten, also Prozessor, MAC-Adresse, Akku, Akkukapazität, Anzahl und Typ von Kameras, Firmware und so weiter und so fort, IP-Adresse, bla bla bla. Also quasi alles, was man sich so vorstellen kann, wird da mitgeschickt. Und dann gibt es noch die vollständige Berichterfassung, die noch ein kleines bisschen mehr für euch bereithält, also irgendwelche Statusdaten und Protokolldaten über die Integrität des Betriebssystems und anderer Komponenten, Daten über App-Verwendung, das heißt, wie lange habt ihr sie wann habt ihr sie erstmal gestartet, wie lange habt ihr es ausgeführt, wie schnell reagiert es auf Eingaben, ist jetzt auch alles nicht so unbedingt mega interessant, Browserverwendung und einschließlich Browserverlauf und Suchbegriffen, allerdings nur aus Microsoft-Browsern, weil sie auf die anderen keinen Zugriff haben, dann dabei können unbeabsichtigt natürlich, Anwenderdaten, wie zum Beispiel Teile einer Datei übermittelt werden, die Sie beim Auftreten des Problems verwendet haben. Das heißt, wenn euch zum Beispiel Office abstürzt, dann werden einfach Teile der Datei, die bei dem Absturz beteiligt war, also zum Beispiel irgendein privates Dokument oder sowas, das ihr gerade editiert habt, werden einfach mitgeschickt an Microsoft, damit sie das auch zur Analyse dabei haben. Das wird natürlich niemals verwendet. Absturzdaten werden niemals verwendet, um die Benutzererfahrung zu personalisieren. Für was es allerdings wirklich verwendet wird, das steht nicht unbedingt dabei. Dann haben wir hier den Abschnitt Freihand- und Tastatureingaben. Das heißt, Proben von Inhalten, die Sie eingeben oder schreiben, um Features wie Schrifterkennung, automatische Vervollständigung, Wortvorhersagen und Rechtschreibkorrektur in den vielen Sprachen, bla bla bla, die werden auch an Microsoft übermittelt. Das heißt, im Endeffekt hat Microsoft so eine Art Keylogger bei euch installiert. Also im Endeffekt ist Windows einfach nur ein gigantischer Trojaner, wenn man so möchte. Dann haben wir hier natürlich den Windows-Positionsdienst und den Windows-Bewegungssensor, damit man natürlich auch hierüber Daten erfassen kann. Schrittzähler, Fitness-Apps und so weiter werden alle natürlich mitgeschickt. Hier geht es jetzt gerade um Windows Phone, wobei man natürlich auch irgendwie solche Fitness-Apps oder sowas auf dem Rechner haben kann. Solche Dinge halt. Dann hat man hier die Möglichkeit, eben Sitzungen aufzuzeichnen, inklusive Sprache und Bild. Oder besser gesagt Bildschirm auch, also beides ist möglich. Und dann hat man natürlich auch noch die Option, das an Microsoft zu senden, denn man kann damit ja auch noch eventuell was ergänzen oder sowas in den Datenbeständen. Das heißt, im Endeffekt seid ihr für Windows oder für Microsoft besser gesagt wirklich ein offenes Buch. Und jetzt bitte ich einfach mal jeden drüber nachzudenken, ob er wirklich überhaupt nichts zu verbergen hat. Ob er wirklich auch seine innersten Gefühle mit einem wildfremden oder mit mehreren wildfremden Menschen teilen möchte, die einem dann irgendwann später vielleicht mal auf der Straße begegnen und sagen, hey, du hast ja doch neulich hier was angeguckt, was war das noch gleich? Du stehst auf SM? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Hier, bitteschön. Da sollte man sich vielleicht einfach mal überlegen, ob man wirklich alles öffentlich legen möchte. Selbst wenn man nur gerne am Zocken ist oder sowas, manche Psychologen sehen da auch irgendwelche Zusammenhänge von wegen hier, sie spielen Life is Strange so oder so, dann haben sie diesen Charakterzug und sind vielleicht eher angetan, viele Menschen zu opfern, um das Leben eines Einzelnen zu verbessern und so weiter und so fort. Also so werden halt wirklich psychologische Profile angelegt, tiefer als es beim Psychologen irgendwie möglich ist. Und ihr könnt sehr, sehr gerne bei mir in den Kommentaren darüber diskutieren. Ich nehme auch an, dass hier wieder einige Dislikes rumfliegen werden. Da bitte ich euch dann einfach mal auch die Kommentare dann zu lesen oder mir zu schreiben, warum ihr wirklich überhaupt nichts zu verbergen habt und ob ihr wirklich nicht erschreckt seid, was hier alles über euch gesammelt wird. Gut, das war's erstmal von meiner Seite und das soll natürlich von meiner Seite auch der Call zu Linux sein, so ein bisschen. Und ich möchte natürlich meine Privacy-Serie hier noch so ein bisschen einläuten wieder, dass wir hier noch ein paar ergänzende Videos haben. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!